gibt denn die so? 36.000. Reicht immer noch. Geh mal ein Stück weg. Okay. Naja. So, jetzt dauert es erst wieder einen Moment, bis ich mein Menü schließe. Na gut, es ist Stufe 10 Zauber. Vielleicht soll ich da auch mal Stufe 10 haben dafür. Ich habe ja erst 9. Ja, das ist vielleicht sinnvoll. Oh, da sind aber ganz schön viele drin. Wir wollen nur spielen. Da, ich habe einen kreischenden Stern für euch. Wir können uns ja wieder am Eingang stellen und dann. Oh, das sind ja. Das, viel sind das ja gar nicht mehr. Drücken wir uns einfach rein und dann. Oh, ich heil mich mal. Hey, wir lassen große Heiltränke gefallen. Das ist praktisch. Die sind echt groß, Baby. Stimmt. Warum steht das Spiel jetzt? Ah, jetzt geht's weiter. Meins steht nicht. Meins stand eben mal. Speicher bei der Gelegenheit mal. Okay. Weiter geht's. Ich könnte mal einen Gegengifttrank nehmen. Ich habe ja noch 9 Stück. Ein bisschen Wasser drin. Hey, oh, das heilt einen. Cool. Schöne Sache, das. Es kommt wieder irgendwas Unangenehmes, richtig? Ja, so könnte man das sagen. Scheiße, die Zauber sich nicht noch an der am Brunnen aufladen. Nee. Das kommt den ganzen Schuss. Die haben neue Stäbe, hey, möglicherweise tauchen die was. Laufen wir nochmal zurück zum Brunnen. Hast du auch so einen Gefangenen, der sagt, holt mich hier raus? Nein. 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 Ich hole auch niemanden raus. Wo bist du? Sind da noch Gegner? Nee. Das ist schon eine Wache. Warte mal. Ich betätige mal den Hebel. Oh nein, da gibt es das Tor drüben wieder auf. Hm. Oh, das sind noch mehr Hebel. Danke, dass ihr mich befreit habt. Auch. Danke, dass ihr mich befreit habt. Ich hab's nochmal rausgeholt. Ist doch. Oh, ihr könnt sie ansprechen. Oh, man kann die. Man kann sie auch angreifen. Man kann sie auch ansprechen. Nein, geht nicht, die laufen nämlich ganz einfach. Danke, dass ihr mich befreit habt. Ich schulde euch mein Leben. Nein, ich kann von hier. Ich schulde ich euch danke mein Leben. Euch für meine Befreiung. Ich habe die Naga von der Königin sprechen. Valdanis und verschwinden wir von hier. Ja, ich rede nachher mit denen. Ich darf verschwinden wir von hier. Ja, es geht ja nicht, wenn ihr euch. Ich töte den gleich. Komm, lass mich einfach durchprügeln. Mir scheißegal, ob er stirbt. Meinst du, wir können die töten, ohne dass irgendwas Schlimmes passiert? Vielleicht geben sie ja auch Erfahrungspunkte. Richtig gut. 3 Milliarden Erfahrungspunkte. Ich verschwinden wir von. Ich danke euch für meine Befreiung. Ich wurde gemeinsam mit Hauptmann Valdana Gremier gefangen genommen. Oh, jetzt laufen sie weg. Er sitzt noch immer irgendwo im Tempel fest. Ja, die laufen jetzt wieder daher. Bevor die Naga ihn an ihre Königin verfüttern. Verschwinden. Ich danke euch für meine Befreiung. Ich unterhalte mich jetzt erstmal mit denen. Bleib mal da. Gefangen genommen. Er sitzt noch immer irgendwo im Tempel fest. Ihr müsst ihn finden. Laufen weg. Ja, und? Sie ist doch scheißegal. Ja, die kommen hier nicht weiter. Sie, als ob es Tiere wären. Ich weiß nicht, wo sie ist. Und ganz ehrlich gesagt, ich will es auch nicht herausfinden. Da geht's wieder zum Anfang. Lass sie nicht entkommen. Töte sie. Hilf mir doch. Okay. Warte, ich speichere. Weißt du, was passiert? Oh, die geben 2400 Erfahrungspunkte. Ja, nicht gerade viel.
Ja, aber sie wehren sich nicht. Muss das im Verhältnis sehen. Okay. So, die Wachen werden dann befreit. Die geraten auch garantiert nie wieder in Gefangenschaft. So, jetzt wieder zurück. Gehen wir erst da lang, oder? Ja, gehen wir hier. Da schießt jemand. Feuerball! Ach, herrlich. Herrlich. Die Kackschlangen holen schon wieder ein. Also die kleinen Schlangen jetzt nicht so. Das sind nur Vipers. Die wollen mal groß und stark werden, glaube ich. Gucken die auch rein? Nein. Noch nicht. Nein, wahrscheinlich wieder von der anderen Seite. Ja. Da haben wir Wasser, da tauchen wir auch erstmal. Nein, die Tore ist noch zu. Tauchen wir erstmal nicht nein, würde ich sagen. Alles. Wir wissen ja, wie das endet. Oh. Speichern. Ja. Okay. Okay, gehen wir erstmal da lang. Die Tür ist zu. Ich glaube, wir müssen da durch. Irgendwie. Da drüben ist, glaube ich, ein Schalter. Boah. Das ist ein Schalter. Zwei Stück an der Zahl. Oh, Feuer. Okay. Ich mach das ja, mal. Ja, mach du das mal. Ist da jetzt irgendwas aufgegangen, oder? Die Tür hier nicht. Die linke nicht. Gut, und die rechte nicht. Gibt doch nur eine. Ich weiß nicht, ob hinten noch eine ist. Ah, jetzt ist was aufgegangen. Ja, ich hab den zweiten Schalter noch umgelegt, so. Ja, kann doch mal kriegen. Trink mal einen Trank. Oh, oh. Ich hab's nicht getroffen. Cheater. Ey, du brennst. Ich bin halt der heiße Kerl. Person, Frau. Oh. Was ist das denn? Ich kann nicht jetzt angreifen. Kann ich, wissen. Ich bin mitten im Raum. Aber es hält nicht viel aus, das ist schon mal gut. Warte mal, lass mich auch mal draufschlagen. Hat es viel Erfahrungspunkte gebracht? Tot. Ich weiß es nicht. Ich hab's nicht gesehen. Passt du überhaupt mal auf, was du da tötest? Führst du kein ausgiebiges Buch? Nein. Normalerweise achte ich darauf immer, aber wenn ich im Stress bin, nicht. Das finde ich an die License also schön. Da hat man so ein schönes Buch, wo alles eingeschrieben wird, wenn man. Das war ein Ogre-Auge. Hä? Das war doch kein Ogre. Schalter! Ja, er legt den Schalter um und ich stehe in der Mitte. Das war jetzt schön. Ey, du lebst doch noch. Hat mir auch nur die Hälfte Energie gekostet. Ist heute Samstag, Sonntag oder Montag? Jetzt ist Sonntag. Schade, ich dachte, du wüsstest es nicht. Das ist echt schlimm, ey. Wenn du immer so ewig lang aufbleibst und tagsüber dann pennst, dann hast du teilweise echte Probleme, manchmal zu überlegen, welchen Tag haben wir heute. Ja, wenn du die Arbeit musst, ist es so. Das ging mir ab und zu früher auch so. Ah. Aber wenn man immer geregelt arbeiten muss, dann denkt man daran schon. Schule. Ich will wieder Schule. Hast du da hinten alles? Ja, oder? Ich glaube, da war nichts mehr. Liegt noch ein Ogerauge rum. Nimm ich mal mit. Die sind alle zu. Ja, dann gehen wir auch da lang. Ah, das soll ein Schalter hin. Hä? Ja, diese Schlangen-Dinge sollen ein Schalter sein. Du kannst auch zumachen. Danke, dass ihr mich befreit habt. Töte sie! Lass sie nicht entkommen! Mach halt die Tür nicht auf.
Stirb, Wache! Stirb! Im Namen der Gerechtigkeit! Du hast das schon. Ich glaube mal bei dir. Ich kann nicht mehr angreifen. Ach, deswegen sind auf der einen Weg keine Falle, damit die Wachen vorbeikommen. Wow, ich hab 95.000 Gold. Ich brauch schnellere Schuhe. Das ist nichts. Geht's hier weiter noch irgendwo? Ja, da, ne? Ich hab ganz die Karten vergessen. Jetzt warte mal, ich will auch was erkunden. Ist da wirklich nichts mehr? Nö. Glaub nicht. Weiß nicht, ob man da weit drauf gehen kann. Ja, kann man schon. Da geht's noch weiter? Hier vielleicht. Hast du da hinten in dem Raum schon? Also hier kannst du raufgehen, aber es bringt dir nichts. Wo bist denn du? Komm mal dahinter. Oder warst du da hinten schon komplett? Nee. Nein, hallo. War ich noch nicht. Ja, dann komm mal her. Überlege ich nicht, wo du hin musst. Hey, da ist ein Schalter. Ich leg mal alle um. Mhm. Fahren jetzt hoch und runter. Das ist. Hallo? Ich hab doch die anderen auch umgelegt. Warum fahren die zwei jetzt nicht runter? Keine Ahnung. Vielleicht ein Rätsel. Also drei habe ich schon mal unten. Nein, sowas nicht gedacht. Jetzt sind es wieder bei zwei. Es ist scheinbar tatsächlich ein Rätsel. Das wird, glaube ich, so nichts. Verdammt, das ist alles Falsche. Ich spring mal rauf. Dir ist schon klar, dass... Ich vertraue dir. Das funktioniert so eben. Nein! Oh, jetzt stecke ich fest. Gott, und da kommen Gegner, wie praktisch. Ah, jetzt war ich wieder runter. Ich bin dafür, dass... der eine ist jetzt mal runtergefallen. Machst du das schon. Super! Fick dich, komm wieder rüber! Ah, ich muss erstmal meine Beine lang machen. Komm rüber! Du Arschloch! Ja, genau. Super! Los, eins noch. Den letzten musst du runterkriegen. Nein, falsch. Nein, auch falsch. Da tut sich gar nichts. Ich muss hier erstmal ein paar Gegner töten. Oh, da unten sind Spinnen. Hm, hab ich auch schon gesehen. Spring halt mal runter und töte sie. Ja. So, was ist da drüben? Keine Ahnung. Na, gibt es irgendeinen Schalter, den du alle runterlassen ja, kannst? Wie oder so eine schwingende Äxte. Damit kannst du eh nicht umgehen. Wahrscheinlich nicht. Und das macht das vierte hoch. Oh, hier ist noch eine Schatztruhe. Scheiße. Und dann geht es. Giftgas, Blue 7, schaffe ich ja nie. Das ist das zweite und vierte. Da ist noch eine Truhe. Ich schreibe mal kurz was auf. Ich speichere mal. 1, 3, 2, 4. Was macht der Hebel hier? Das erste irgendwie nur. Und das ist das dritte. Kann doch gar nicht sein. Ich glaube, hier geht's weiter. So wie das aussieht.
Ja, schön. Ich muss erst mal schaffen, darüber zu kommen, indem ich dieses Rätsel löse. Und 1, 4. Mach mal, ich töte dich gerade. Hier ist es oben. Das erste und das vierte, da lege ich mal den ganz rechten Hebel um. Nein, den rechten Hebel wollte ich doch. Das erste fährt dann runter. So fährt das dritte wieder. Ja, das dritte. Das erste und vierte, das müsste dann der Hebel sein und dann. Warum fällt das vierte nicht runter? Das war das zweite noch, das ist ganz links. Das war jetzt der falsche Hebel, wollte ich doch gar nicht. Das geht auf jeden Fall, dass du alle runter machen kannst, musst du. Ja, ich weiß schon, dass es irgendwie geht. Nein, das war das vierte. Jetzt wäre das zweite runter. Das erste und das zweite. Das wäre der erste runter. Das wäre das dritte. Brauch. Zweite. Sterbt doch mal alle. Jetzt muss ich noch den Schalter finden, der das vierte runterschiebt. Ja, das dritte meine ich. Vorhin war es das vierte. Moment, ich muss es nochmal neu aufschreiben. Jetzt habe ich es erst komplett. Ja, ich habe. Ja, hoffe ich doch mal. Ich fange links an, dann. Ach. Sind ja schon wieder Gegner, helf mir mal. Ich bin doch gar nicht da. Was machst du über die ganze Zeit? Ja, warum nicht? Faules Schwein. Oh, jetzt trifft mein Feuerball. Jetzt. Hallo, Stepp. Jetzt habe ich schon wieder Lexi ohne Ende. Komm schon, stirb, es nervt. So, also. Na gut, ich gehe mal nicht weiter. Ist ja nichts auf Dauer. Also wenn der erste Hebel unten ist, oben ist. Ist das zweite oben und das. Doch, Moment, das zweite ist dann oben, das dritte runter. Wenn er unten ist, ist das dritte oben und das zweite unten. Ich kann meine eigenen Zahlen gerade nicht lesen. Hallo? Jetzt auch noch lang. Ist das erste oben? Da ist das erste unten, was das bedeuten mag. Wenn der also richtig da oben ist, ist das vierte. War ich noch nicht. Oben? Ach, das ist auch noch ein Motor, okay. Oh. Scheiße. Und hier oben. Okay, gehen wir dann. Und dann da lang und so. Gut. Das ist der zweite. Der zweite bin ich nur das erste? Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber gut. Das heißt also, ich muss jetzt den dritten. Was ist ein 4? Fick dich!
Halt einfach das Maul. Falscher Hebel. Ich glaube, ich schieß mal die, Spinnen da unten. Jetzt muss ich den zweiten. So ist der zweite nicht unten. Obwohl der Schäbel oben ist. So, und das dritte. Das dritte ist dann ganz rechts. Und das erste ist dann der zweite. Hallo. Ha! Gehst du da drüben noch weiter oder hast du da jetzt schon alles? Nein, hier geht's noch weiter. Hey, ich bin nicht. Ey! Bist du bescheuert? Fick dich, komm mit. Warst du da schon überall? Links ist eine Truhe und geradeaus ist eine Truhe. Rechts geht's weiter. Kannst ja versuchen aufzuknallen. Truhe. Ich schaff's eh nicht. Ich hab's zwar geskillt ein bisschen, aber. Ich brauch Meister die Brüche. Ja, zu früh gedrückt. Zu früh gedrückt. Und offen. Oh, ein Buch. Da drin. Frost erhalten. Rechts ist auch noch eine. Ist das keine Magie? Ich habe Frost erhalten. Das bringt mir jetzt langsam in. Celestische. Teil der Heilung. Also da, wo du bist, ist auch noch eine, oder? Nee, rechts von dir. Links von dir jetzt. Die ist aber Stufe 7. Ich trinke mal lieber einen Heiltrank. Könnte ein bisschen schwierig werden. Vor allem, weil es überhaupt nicht weit auseinander ist. Komm, ihr Gegner. Ah, falsch schon gedrückt. Wenn hier Gegner kommen, dann müssten die erstmal durch die Fallen durch. Verdammt, ich hatte es doch. Hä, Fluch. Aber schöne, ich will wissen, schöne Stangenwaffen haben sie ja, ne? Da haben sie gut was. Ach, ich.